Mann, das gibt's doch nicht. Alles Opfer grad, oder wie? Jo, noch eine Minute, check doch mal die Twitch-App an. Oh, ich bin wieder live. Meine Fresse. Mann, das kann man sich doch nicht geben. Dort in dem Lager ist Korn. Ja, und wie macht man das? Fotomodus. Oh Gott, ey, jetzt muss ich mir das ernsthaft raussuchen aus den Einstellungen. Wow. Schnelle Aktionsrad nach unten. Da ist der Kackseite oben. Nee, das ist eine andere. Oder? Auch keinen Plan. Ja, das ist auch so ein Mist. Nee, der verfolge ich jetzt nicht extra noch. Was hast du dir gedacht? Bringst Mehl auf leeren Magen? Du musst etwas essen, bevor du so viel säufst. Du weißt, leerer Magen trinkt nicht gern. Ich habe noch etwas Lammbraten am Spieß. Kommst du? Du feiges Stück Scheiße! Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu bereden von Göttern. Was sagst du jetzt? Du kannst mich schlagen, aber du wirst mich nicht töten. Nicht unter Haralds Frieden. Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrekstadie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Das Ding sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Blöder Pisser, ganz ehrlich. Also ganz oben. Ups. So.
Aber jetzt im Ernst, den Aussichtspunkt machen wir. Dann können wir da immer wieder zurück. Weit besser. Hallo? Bleibst du stehen? Einmal. Hey, ja, moin. Ist da was drauf? Jupp. Bin ich gerade ehrlich zu blöd zum Treffen? Lol, Nopal, geil. Oh, oh, ho, ho, ho. Das hat wahrscheinlich... Oder hätte. Hätte Fahrradkette.
Das hat er dafür wahrscheinlich nicht einmal weiter, ne? Die Map geht noch weiter, aber für die Synchro, wie es ja, ja, wie es in die alten Teile geheißen hat, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht, wie das da war mit so Map-Abgrenzung. Upload. Alter, ich hab's mein Upload. Dabei habe ich eh schon weniger gestellt, dass etwa 1,5 MB Upload frei verfügbar sind, ey. Ich meine, das gibt's doch nicht. Dass das ehrlich so schlimm ist. Schmerzt mich, aber er lebt. Danke. Sein Tag wird kommen. Ach, Götter, ich hasse lange Reden. Nur wenn du sie nicht selber hältst. Viele von euch kannten meinen Vater, Halfdan den Schwarzen. Ein großer Mann, der Großes erreicht hat. Halfdans Bein wurde bei unserem Tempel begraben. Seitdem wächst das Getreide viel höher. Bei uns haben sie seinen Arsch begraben und wir haben nichts als einen dreckigen Fluss. Ich träume von etwas Größerem. Einem gewaltigen Königreich der Krieger. So viele wie es da. Heute vereinen wir uns und richten unsere Klingen nach außen, um neue Lande zu erobern. Und wer könnte uns besser zum Ruhm führen als ich? Ich kämpfte schon vor meinem 10. Lebensjahr und führte das größte Heer, das Nordwege je sah. Doch man sagt, ein weiser König braucht ehrliche Ratgeber. Und so frage ich, wer von euch ist gegen diese neue Regelung? Ich bin nicht dein Feind, König Harald. Doch ich bin auch nicht dein Untertan. Morgen segeln wir zu grüneren Ufern. Und so wird mein Königreich zu deinem. Das betrübt mich, edler Hör. Und was sagt dein Weib dazu? Hat sie nicht genug davon, immer weiter westwärts zu hinken? Mein Gatte und ich sind uns einig, Herr. Gemeinsam hinken wir nicht, wir fliegen. Ich bin traurig, eine Frau mit deinem Gemüt zu verlieren, Yuffina. Doch ich hege keinen Groll. Mögen die Norni euch Glück gewähren. Mein König, ich biete dir meine Axt und meinen Eid. Eiserner. Gorm Kjötvison, du wagst es, dein Gesicht in dieser Halle zu zeigen? Haben nicht König Styrbjörn und sein Sohn Sigurd unser Land von dir befreit? Der Rabenclan hat mich entehrt, großer König. Sie vergifteten meinen Vater Kjötvi. Sie machten eine Posse aus einem ehrenhaften Tod. Backraut, du lügst. Warte, Eivor. Hab Geduld. Eine ernsthafte Anschuldigung, Gorm. Noch dazu eine falsche. Mein Onkel sah deinen Vater sterben. Eivor Wolfsmal, du hast Kjötvi getötet. Dieser Mann hier beleidigte deinen Clan. Was soll ich mit ihm tun? Oha. Scheiße?
Schicke ihn nach Hel, wie ich seinen Vater. Verständlich. Doch ein schneller Tod wäre zu gut für einen. Verlasse dieses Land vor dem nächsten Vollmond, sonst verfüttere ich dich an die Krähen. König Harald, darf ich sprechen? Ich bitte darum, König Styrbjörn. Mein Volk hält unser Land seit jenen Tagen, als Odin noch selbst unter uns wandelte. Mein Königreich ist bescheiden, doch wir haben es mit unserem Blut bezahlt. Unser Sieg über Kjötvi ist der Beweis, dass wir es nicht kampflos aufgeben. Alle hier haben Freunde, Brüder und Schwestern begraben, Söhne und Töchter. Ich, für meinen Teil, habe mehr als genug Tod gesehen. Wer will, soll an anderen Ufern Krieg suchen. Wenn König Harald Frieden bringt, dann beuge ich mit Freuden mein Knie vor ihm. Was? Was in Hels Namen tust du denn, Vater? Einen dauerhaften Frieden sichern, Sigurd. Die Tage des Kämpfens sind vorbei. Davon hast du mir nichts gesagt. Kein Wort. Und ich werde keinen Titel aufgeben, der rechtmäßig mir gebührt. Dann geht der Krieg weiter. Männer sterben, Dörfer brennen, du dummer Junge. Das hier ist der einzige Weg zu wahrem Frieden. Du wirst als Trell sterben, du versoffenes Rind. Alleine und zahnlos auf einem Bett aus Stroh. Vergib meinem Sohn. Die Gefühle haben ihn übermannt. Ich nehme keinen Anstoß, Jarl Styrbjörn. Und ich danke dir für deine Treue. Es ist normal, den Wandel zu fürchten, sich zu wehren. Doch alles ändert sich und alles endet. Die Lektionen Ragnarök sind eindeutig. Wir sprechen uns bald wieder. Das war ein Hinterhalt, Herr. Wusstest du von Styrbjörns Plänen? Seit einigen Tagen, ja. Aber ich drängte ihn nicht. Das war allein seine Entscheidung. Eivor, träumst du von einer glorreichen Zukunft? Eine Kriegerin wie du wäre ein Segen für meinen Clan. Mein Schicksal ist verknüpft mit dem meines Bruders. Wo Sigurd hingeht, folge ich. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Denn denen, die ich nicht verstehe, kann ich nicht trauen. Und Mangel an Vertrauen ertrage ich nicht. Vor mir hast du nichts zu befürchten, König Harald. Meine Treue gilt meinem Bruder Sigurd. Und ich bin dir nicht übel gesinnt. Dann wisse, wenn ihr in Nordwege bleibt, müssen du und dein Bruder unter mir dienen. Ich lasse euch bis morgen Bedenkzeit. Nun legen wir das beiseite. Heute Nacht essen und trinken wir wie Götter und morgen erwachen wir in einem neuen Königreich. Haralds Farben. Er markiert bereits sein Territorium. Markiert? Götter, er spritzt damit rum wie ein läufiger Welpe. Harald mag jung sein, aber er ist klug und unterschätze ihn nicht. Er ist sehr schnell erwachsen geworden. Was führt dich hierher? Wenn du reden willst, komm näher. Ja, moin.
Ist gar nicht mal markiert, ey. Du siehst aus, als könntest du recht gut würfeln. Oh nö, das mache ich nicht mehr. Das war absoluter Dreck. Ich bin's, Eivor. Öffne die Tür. Komm rein, aber sprich nicht so laut. Als Männer werden aufmerksam. Wo werden wir wohnen? Die Einheimischen werden sich wehren. Der Krieg wird niemals enden. Oder sie... Vor zwei Tagen befreiten wir das Land von Kjötvi und seinen Hunden. Und doch feiern wir heute nicht, sondern wir kauern unter einer Wolke der Furcht. Aber so muss es nicht sein. Wir sind nicht die Untertanen eines Kindkönigs, der uns mit Füßen tritt. Wir sind der Rabenclan. Unser Schicksal gehört uns. Wusstest du vom Treueschwur deines Vaters an Harald? Nein. Und daher brennt meine Wut heißer als die jedes anderen Mannes hier. Aber das treibt mich nicht in die Verzweiflung. Wir können nicht in Nordwege bleiben. Nicht unter Haralds Stiefel. Nicht ohne neuen Krieg zu schüren. Also gehen wir voran. In neue Lande. Nach Englerland. In eine neue Heimat. Unser eigenes Königreich. Die Söhne von Ragnar Lodbrok sind bereits seit 8 Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Weib. Von den 4 Königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet. Ich habe nicht vor, mich an Haralds Leine legen zu lassen. Mir gefällt die Idee. Unsere eigene Saga. Ich bin dabei. Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um uns eine neue Heimat aufzubauen. Aber die Beute aus dem Sieg über Kjötvi sollte genügen. Nein, die gehört meinem Vater. Als gerechte Entschädigung. In Englerland müssen wir von vorne anfangen. Du willst, dass wir mit nichts in ein Land ziehen, das wir nicht kennen? Zu Menschen, die uns hassen? Kjötvis Schätze könnten uns den Weg sehr erleichtern, Sigurd. Ich besiegte ihn. Ich habe ein Anrecht auf diese Beute. Unser Abgang soll kein Angriff auf meinen Vater sein, sondern ein Neuanfang für uns selbst. Ich verstehe deinen Einwand. Dann überlass Kjötvis Schätze deinem Vater. In Englerland gibt es genug Silber und Waren für uns alle. Gut. Ich wollte nicht, dass diese Wolke über uns hängt. Ein weiser Anführer achtet auch auf die Bedürfnisse anderer. Dann auf nach Englerland, bevor die Nacht anbricht. Packt ein, was ihr braucht, aber nicht mehr. Und haltet den Mund. Das Letzte, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Haralds Truppen. Wie viel hast du gehört? Genug. Ein neuer Pfad hat sich gezeigt und deine Reise wird herausfordernd sein. Kommst du nicht mit uns? Um meiner Mutter willen kann ich nicht. Doch unsere Fäden kreuzen sich noch vor dem letzten Tag. Bis dahin, leb wohl. Ich liebe es. So richtig schön kurze Ladezeiten. Einfach geil. Und dann, obwohl ich so schlechte Grafikkarten habe, immer noch super geile Grafik. Es gefällt mir nicht, wie diese Soldaten mich beobachten. Ich finde es schmeichelhaft. Meinst du, einer von denen wird dich heiraten und mit in die Hauptstadt nehmen? Vielleicht. Er würde sich mit dir vergnügen und abhauen, du dumme Elster. Der dumme Elster. Eivor, der Wind ist uns gewogen. Wir sollten unverzüglich ablegen. Du hast schnell gepackt. Sehr gut. Der Traum von neuen Landen ist ein starker Köder. Genau wie das Versprechen von Ruhm. Aber ein so liebgewonnenes Heim zurückzulassen, hat einen traurigen Beigeschmack. Zweifelst du? Nein, gar nicht. Die Knochen sind gefallen. Dann möge das Schicksal uns führen. Bist du bereit? Ja, stechen wir in See und Reise. Reist schneller als wir. König Haralds Banner. Na super. Tja,
Sigurd, was ist das für eine Versammlung? Was hast du vor? Einen Abgang, Vater. So würdevoll es nur geht. Wenn ich nicht König in meinem Geburtsland sein kann, beginne ich eine neue Saga in Englerland. Unfug. Dein Platz ist hier, mein Sohn, an meiner Seite. Es wird bald neue Siege geben und neuen Ruhm. Meine Entscheidung steht, Vater. Du stimmst mich nicht um. Es ist leicht, sich auf dem Weg zum Ruhm zu verlieren. Lass dich nicht von falschen Siegen blenden. Du sprichst von falschen Siegen, alter Mann? Du trauriger alter Bär, der seine Ehre mit einem Kniefall zerstörte? Je weiter ich von hier fortsegle, desto lauter werde ich singen. Ich werde sein Anker sein, Herr. Nein, du musst seine bessere Hälfte sein. Egil segne eure Reise. Ja. Die Zeit der Tränen ist vorbei, ihr schlaffen Säcke! Jetzt legt eure ganze Kraft in die Schläge! Teilt dir die Kraft gut ein, Doug. Wir müssen einen Ozean überqueren. Schon klar, du fauler Arschling. Sigurd, wie lautet der Kurs? Diese Sigurd! Haben eine Siedlung an der Küste errichtet. Dort landen wir an. Sing ein Lied, um unseren Huger zu stärken. Ja, weg die Götter! Auf das Tor uns einen mächtigen Furz schickt, Land zu treiben! Ein Ozean liegt vor uns, Eivor. Und auf der anderen Seite erwartet uns ein neues Königreich. Kennst du Englerland schon von deinen Reisen? Ich war einen Sommer in ihrem Königreich Mercia. Das Wetter ist mild, das Land wild und üppig. Mittlerweile werden Ragnars Söhne es ganz erobert haben. Werden wir uns ihrem Heer anschließen? Sie schließen sich uns an. Bald wird ganz Englerland den Rabenclan kennen und den Ruhm, den wir diesem zerrissenen Land brachten. Also nach Englerland! Für Ruhm und Schicksal! Nach Englerland! Nach Englerland! Oder Walhall! Ah, ja, stimmt. Jetzt sind wir wieder mit ihr unterwegs. Erstmal. Oh Gott, schaut das kacke aus. Die Jacken schauen nur richtig kacke aus. In einer Vorlesung an der University of Cambridge sagte Dr. Sierke den besorgten Zuhörern, dass die Wissenschaft ihnen nur wenige Antworten geben könne. Seit dem koronalen Massenauswurf im Jahr 2012 hat sich das Erdmagnetfeld um den Faktor 50.000 verstärkt. Das führte zu gewaltigen Störungen der Funk- und Satellitenkommunikation, gefährlichen Strahlungsbändern an den Polen und, wie wir alle beim Blick aus dem Fenster sehen, einer Aurora Borealis, die nie verblasst. Leider haben wir keine Erklärung dafür, wieso das passiert. Und wenn wir nicht bald eine Antwort finden, könnte das unser Leben, unsere Kommunikation, sogar unsere Evolution für immer verändern. Dr. Sierke sagte weiter das. Ich habe Elektrolyte für dich. Oho, mit verbesserter Zitrusrezeptur. Danke, Sean.
bringen wir das in Ordnung, kannst du der Schlüssel zu allem sein. Du bist weit weg von zu Hause, Eivor. Alter, schaut das heftig aus. Wobei ich zugeben muss, dass die 1060er noch immer super läuft. Ehrlich. Alter. Yo, kann man sie auch mal geben, ne? Eieiei. Wo geht's? Ja. Jo. Es ist schön, aber nicht normal. Jo, Windräder. Perfekt. Ah. Wow, ey. Geil. Ehrlich. Ich muss auch dazu sagen, ich bin mit Odyssey noch immer nicht durch und wahrscheinlich auch noch lang nicht durch, ey. Also jetzt wirklich ohne Scheiß. Das wird wahrscheinlich noch mehrere Tage vielleicht. Was war das? Eher Wochen, Monate wird es noch dauern, bis ich mit Odyssey durch bin wahrscheinlich. Es stammt wahrscheinlich aus einem Café irgendwo in Concord. Noch ein Satellit. Verdammt. Okay. Ist ja ohne Scheiß. Da. Pff, Plumpsklo, im Ernst. Ich lauf lieber in die Stadt, als die hier zu benutzen. Typisch Frauen, ey, ohne Scheiß. Alles hochwertiges Zeug. Ja. Ein paar Schraubenschlüssel, ein paar Zangen. Wirklich Teebex. Das ist nur ein Aufguss. Quasi schmutziges Minzwasser. Egal wie du es nennst, Sean. Hast du welchen gekauft? Selbstverständlich. Hey, tut mir leid, dass ich dich rausholen musste. Der Generator hat gestottert. Ich brauche sowieso frische Luft. Wie war der Datenstrom im Animus? Alles in Ordnung? Nach einer Weile war er stabil. Gut. Gib mir einen Moment, dann kannst du wieder rein. Oh Gott, die Stimme von Rebecca passt gar nicht. Es ist noch ein Satellit abgestürzt. Hast du es gesehen? Hab ich. Das war einer von Abstergo. Gut. Naja, ein Großteil von Nordamerika hat kein GPS-Signal mehr. Also es hängt davon ab, was man eben gut findet. Ja. Selbst wenn wir gewinnen, verlieren wir. Okay, wir sind soweit. Wenn du bereit bist, kannst du wieder rein. God damn it. Ist es okay, wenn ich Musik anmache? Ja, mach ruhig. Cool. Hallo, Leda. Sean, was hältst du von dem... Was? Aber abgesehen davon ist es nur ein Haufen alter Knochen, oder? Können wir mal kurz über das Ding in meinem Nacken reden? Ah, den Stimmungsstabilisator. Ja. Er ist nicht gefährlich, oder? Ich meine, ich fühle mich gut, aber ich möchte sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es sollte keine geben. Er blockiert nur Signale von außen. Ein passiver Effekt, damit der Stab dich nicht, du weißt schon, beeinflusst. Schon, was letztes Jahr passiert ist, dich. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wollte widerstehen. Ich verstehe.
und dein altes Team, vielleicht verstehen die es nicht, aber wir haben sowas schon früher erlebt. Trotzdem, wenn du mit uns arbeiten willst und herausfinden willst, warum die Welt zum zweiten Mal in 8 Jahren vor dem Untergang steht, dann trägst du das Ding, bis wir dir was anderes sagen. Befehl von William. Ich weiß, das ist kein Problem. Es sind nur ein paar Wochen, ja? Bis wir mehr wissen. Du hast recht. Ich weiß, dass du recht hast. Das ist hübsch. Beruhigend. Sehen wir uns das mal an. Oh Gott. Oh Mann, das wird... Ja, Mann. Oh Gott, das lese man nicht durch. Genauso wie der ist. Pff. Ah ja. Ach du Scheiße, nee, danke. November 2014? AC Black Flag. Nee, Unity. War das zu der Zeit. 2014 ist Unity rausgekommen. Und Black Flag 2013. Nein, nein, komm schon, Sean. Schalt das Ding aus. Oh, ich fand gut, was du gesagt hast. Ich will es für die Nachwelt festhalten. Sag es nochmal, laut und deutlich. Ernsthaft? Klar, na komm. Wenn es sonst nichts bringt, habe ich wenigstens ein Druckmittel für deinen alten Herrn. Ah, das willst du also. Toll. Was ich sagte war, ich wünschte, ich wäre nicht als Assassine geboren worden. Ich wünschte, ich hätte es mir ausgesucht. Reicht das? Ja, aber wieso denn? Weil die freie Entscheidung die zentrale Idee unseres Credos ist. Darauf stützt sich alles, nicht wahr? Es geht um den freien Willen. Es geht darum, dass man alle Fakten vor sich sieht und sagt, ja, das will ich. Oder, nein, das ist nichts für mich. Aber wenn man wie ich in so eine Gruppe geboren wird oder in eine andere, dann bekommt man widersprüchliche Signale. Es wird einem immer wieder gesagt, das ist es, woran wir glauben. Das sind die Regeln. Das ist die Realität. So und nicht anders. Und wenn man das in Frage stellt, oh, dann wird man angesehen, als hätte man einen kleinen Hund umgebracht. Das ist kein freier Wille. Eine komische Ironie, wenn der freie Wille der zentrale Glaubenssatz ist und keiner will, dass man etwas anderes glaubt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich hatte immer den Eindruck, dass unser Credo etwas Selbstzerstörerisches hat.
Wenn der freie Wille der wichtigste moralische Stützpfeiler ist, sollte es uns auch freistehen, ihn zu ignorieren, uns zu unterwerfen zum Beispiel. Weißt du, was ich meine, den uns mit dem Plan zu verbinden? Wenn ich wirklich die Wahl hätte, könnte ich das tun. Ja, es widerlegt sich fast selbst. Eine Demokratie könnte demokratisch einen Diktator wählen oder sich entscheiden, die Demokratie aufzugeben. Unser Credo enthält die Saat für seine eigene Zerstörung. Das macht es so mächtig, glaube ich, und zerbrechlich. Ja, genau. Je mehr Freiheit man hat, desto gefährlicher ist es, weißt du. Wie auch immer, mein Vater ist sanfter geworden. Aber er war sehr streng, als wir auf der Farm lebten. Er hatte alles fest im Griff. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich meinen eigenen Weg wählen konnte. Unser Credo, die Gebote, sie wurden mir rigoros eingetrichtert. Als ich ein Teenager war, befolgte ich diese Regeln aus reinem Pflichtgefühl. So haben wir das einfach gemacht. Das passiert vielen Organisationen mit der Zeit. Es kommt zu Stagnation, weißt du? Fundamentalismus. Ja. Die Regeln zu befolgen wurde wichtiger, als die Ziele zu erreichen, die man sich selbst gesetzt hat. Und die Leute vergessen, warum es diese Regeln überhaupt gibt. Das ist die Ontologie, oder zumindest eine Form davon. Wenn man Regeln um ihrer selbst willen befolgt und nicht wegen der Konsequenzen, die es sonst hätte. Ja, aber das ist doch rückwärtsgewandt, oder? Doch schon. Regeln zu befolgen ist einfach. Beten, am Wein nippen, eine Oblate essen. Rituale können Trost spenden. Aber dann exerziert man das doch nur durch. Es kommt den Leuten nur so vor, als würden sie etwas tun. Während es viel schwerer ist, tatsächlich den Arsch hochzukriegen und produktiv zu werden. Ich glaube, Menschen haben einfach gerne Grenzen. Enge Grenzen. Sie wollen die vier Wände sehen, die sie einsperren. Da widerspreche ich nicht. Alles außerhalb davon. Alles, was das Leben kompliziert macht, macht auch Angst. Deshalb beneide ich dich. Du hast dieses Leben gewählt. Du hast diesen Prozess durchgemacht und entschieden, ja, ich glaube daran. Stimmt. Das hielt mich nicht davon ab, als Teenager ein unausstehlicher Besserwisser zu sein, aber ich weiß, was du meinst. Ich wäre gern ein Besserwisser gewesen. Ich wusste nichts. Nicht bevor ihr mich gefunden habt. Ja. Erst als ich dich, Bex und Lucy kennengelernt habe, da wusste ich, dass ich ein Assassine sein will. Oh, danke, Des. Komm her, lass dich drücken. Eigentlich mag ich keinen Körperkontakt, aber jetzt mache ich eine Ausnahme. Ich werde dich nicht umarmen. Ganz sicher. Ich rieche nämlich sehr gut heute. Kannst du es einfach abschalten? Geil. Ehrlich. Geil. Moment, ich stelle es nur schnell hier hin. Nehmt ihr alles auf, worüber wir reden? Du hast den Animus so oft benutzt. Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, mehr über die Auswirkungen einer langfristigen Nutzung zu erfahren. Dann bin ich dein Versuchskaninchen. Nein, nein, meine Kaninchen sind alle tot. Der Animus war einfach zu viel für sie. Süß. Kann ich dich was zum Sicker-Effekt fragen? Hattest du noch mehr Visionen? Sind neue Erinnerungen hochgekommen? Ja, das Übliche. Geisterbilder von Altair und Ezio. Ein paar Mal am Tag. Nichts Störendes. Nur kurze Momente. Sie gehen schnell vorbei. Ich bemerke sie kaum. Wie eine Gestalt im Augenwinkel. Oder eine Erinnerung an einen Traum von letzter Nacht. Aber vor ein paar Tagen hatte ich eine längere Halluzination. Es ging um Ezio. Er war älter, wohl um die Zeit, als er Kappadokien verließ. Er stand auf dem Deck eines Schiffes. Allein. Und durch ihn spürte ich ein intensives Gefühl von Bedauern oder Schuld. Und es kam mir vor, als hätte er den Glauben verloren. An sich selbst, an das Credo. Als könnte er nicht weitermachen, seinen Idealen nicht treu bleiben. Als ich ihn da sah, fragte ich mich, ob das der Moment war, in dem er damit abschloss, ein Assassiner zu sein. Es fühlte sich so an. Jedenfalls, die meisten meiner Visionen sind kurz, dauern nur ein paar Sekunden. Sie sind wie vollständige Erinnerungen an einen kurzen Moment, die aus dem Nichts auftauchen, voll ausgestaltet. Ein komisches Gefühl. Okay, sonst noch was? Neuerdings sehe ich auch Connor, obwohl ich häufiger seine Stimme höre, statt ihn zu sehen. Aber das ändert sich sicher noch. Oh ja, und gestern, kurz vorm Schlafen, hatte ich eine Erinnerung an einen Strand in der Karibik. Mit einem Haufen Seeleuten. Oder Piraten vielleicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das sehen wir uns mal an. Und wie geht's dir sonst so? Ganz allgemein? Tja, ich fühle mich älter. Viel älter.
und es fühlt sich komischerweise gut an. Ich sammle die Erinnerungen, Fähigkeiten und Gedanken von so vielen Menschen. Es kommt mir vor, als hätte ich ein paar hundert Jahre gelebt oder noch mehr. Kann es sein, dass das, wenn ich es zu lange mache, meine eigenen Erinnerungen überlagert, dass ich irgendwann all die anderen bin, aber nicht mehr ich selbst? Möglich. Es nennt sich Identitätssubstitution. Aber das kommt nur selten vor. Und jemand mit deinem Background sollte sich keine Sorgen machen. Mein Background? Du meinst meine Gene? Meine Fähigkeiten? Du besitzt ISO-DNA. Dadurch kannst du mehr sehen und tun und mehr überstehen als andere Menschen. Und ich leide auf mehr Arten als andere Menschen. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Du meinst den Apfel? Ja, er hat einen Sog, Bex. Er zerrt an meinem Verstand, spricht zu mir, betört mich, macht mich verrückt. Und was ich Lucy angetan habe, Gott verdammt. Nichts ist den Schaden wert, den ich angerichtet habe. Oder den Schmerz. Ich weiß, aber du bist besonders. Darum geht es ja. Ich bin nicht besonders, Bex. Ich hatte Glück. Mehr nicht. Das verstehe ich. Wir sind Assassinen. Unser Credo zeichnet uns aus, nicht unsere Gene, nicht unser Blut. Jeder kann sich uns anschließen. Das stimmt, aber vergessen wir das für einen Moment. Was ich wissen möchte ist, sind jemals ISU-Erinnerungen hochgekommen? ISU-Erinnerungen? Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie sich das anfühlen würde. Ich schätze, du hättest es gemerkt. Vielleicht irgendwann. Vielleicht können wir sie irgendwie auslösen. Gott, bringen wir erst die Welt in Ordnung, okay? Bevor wir anfangen, meine ganze Ahnenreihe auszugraben. Okay. Bei meinem Glück bin ich mit irgendeinem drittklassigen ISO verwandt, wie Sisyphos oder so. Ja, setz dir hohe Ziele. Hey, muss man ja. Alter. Ich lebte, ich starb und nun schlafe ich. Und im Schlaf träume ich. Und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal, finde den Wütenden, finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Was? Warte mal. Ich lebte, ich starb. Nun schlafe ich, und im Schlaf träume ich, und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal, finde den Wütenden, finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Okay. Leila, ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Unterhaltung aus 2012, Dezember, glaube ich. Nur offene Gespräche, mehr nicht. Keine Quadratur des Kreises oder höhere Poesie. Aber er hatte ein paar interessante Einsichten zu seiner Zeit im Animus und was es bedeutet, ein Assassine zu sein. Hör sie einfach mal an. Vielleicht stellst du fest, dass ihr beide ähnliche Erlebnisse hattet. Also, sag mir, was du davon hältst. Außer du findest, dass ich in den Aufnahmen wie ein Volldepp klinge. In dem Fall sag einfach nichts. Ich meine, ich war ein bisschen erkältet, als wir das aufgenommen haben. Wahrscheinlich klinge ich deshalb so komisch. Aber egal. Okay, ich bin eh fertig. Und aus. Und aus. Oh, das war tatsächlich nur ein Knopf, sorry. Aber jetzt. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ey, nö, nö, nö. Gott. Oh. Als würde man das alles durchlesen.
bin durch die Hölle gegangen, um dich herzubringen. Wehe, das war es nicht wert. Alles klar. Läuft, würde ich mal sagen. Geht's dir gut? Besser. Aber ich mache mir Sorgen, dass das nochmal passiert. Die zwei Datenströme. Ich kann es nicht ausschließen. Ich verstehe es ja selbst kaum. Es war wie zwei Persönlichkeiten, die um ein Gehirn streiten. Es tat weh wie eine Schrotladung in den Kopf. Tja, irgendwas an dieser Wikinger-DNA-Probe fühlt sich zu dicht an. Verrauscht. Könnte es der Stab sein, der irgendwie dazwischen funkt? Wie meinst du das? Meine Kopfschmerzen, meine Launen. Das ging los, als ich das Ding bekam. Ich hoffe, du suchst keine Ausreden für, du weißt schon, deinen Freund. Nein, verdammt. Mach ich nicht. Sorry. Pass einfach auf dich auf. Und wenn du spürst, dass du die Kontrolle verlierst, sag Bescheid. Ich versuch's. Wirklich, das tue ich. Fuck it. Wenn das vorbei ist, schlafe ich wieder in einem echten Bett. Ist da noch was gewesen? Ja, doch, schon. Stellst du das in den Kühlschrank schauen? Natürlich. In einer Minute. Denk dran, Tomaten kommen nicht in den Kühlschrank. Genießen Sie den Aufenthalt, vergessen Sie nicht, den Müll rauszubringen und gießen Sie einmal am Tag die Pflanzen. Ja, das vergesse ich bestimmt. Sean, denk daran, die Blumen zu gießen, wenn ich da unten bin, okay? Ich schreib's mir in den Kalender und lasse es mir aufs Bein stechen. Nö. Alles klar. Ja, egal. Rein. Weiter zocken! Okay, es geht weiter. Mit dem Langschiff dauert es etwa eine Woche von Norwegen nach England. Ich spule vor. Leila, alles okay? Kannst du die Nachricht nochmal abspielen? Wir haben eine Abschrift, falls du was Bestimmtes suchst. Ich könnte... Nein, ich will sie hören. Okay. Ich will vor dir nichts verbergen. Es ist nur... Diese Nachricht führte uns zu diesem Ort. Zu einem Norwegergrab in Nordamerika. Und die Knochen da draußen sind unsere einzige Spur und unsere einzige Chance, den Planeten zu retten, bevor es zu spät ist. Hier ist sie. Ich lebte, ich starb und nun schlafe ich und im Schlaf träume ich und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal, finde den Wütenden, finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Ziemlich verstörend. Die Impulse in der Nachricht. Bist du sicher, dass es nur Koordinaten sind, sonst nichts? Ich konnte nichts finden. Okay, ich bin bereit. Dann los. Englerland, unser neues Zuhause. Nichts im Vergleich zu Nordwege, aber wir werden es uns schon bald zu eigen machen. Ich bin froh, überhaupt Land zu sehen. Und noch glücklicher wäre ich über festen Boden unter den Füßen. Wir sollten nichts überstürzen. Dieses Gebiet gehört den Sachsen. Das Königreich Mercia ist größtenteils unbefriedet. Sie werden uns aus jedem Geäst beobachten und Fallen aufstellen. Wir müssen wachsam sein. Rampi! Die Ruderei! Anhalten! Hast du etwas entdeckt? Noch nicht!
begleiten. Wir sehen uns bald wieder. Weiter! Ja! Soll dieses bewusste Feenvolk nur kommen und aufbieten, was es hat? Ich bin bereit! Darf mich niemand. Wissen die Söhne Ragnars, dass wir auf dem Weg sind? Nein, doch unser Besuch wird sie kaum verärgern. Von den 4 Königreichen Englerlands haben sich die Söhne Ragnars nur in einem niedergelassen. Der Rest steht uns frei. Werden wir ihr Heer unterstützen? Nein. Wir sprechen mit ihnen, um mehr über das Land zu erfahren. Dann teilen wir es in so viele Teile wie notwendig. Seht mal da! Soll das etwa eine Stadt sein? Nackte Ziegel und eine einzige Rune für ihren Gott! Diese Rune ist ein Kreuz, Dag. Das Kreuz, an dem ihr Gott geopfert wurde. Es krönt ihr Kloster als Zeichen der Verehrung. Dieses Kreuz hat ihn getötet und jetzt beten sie es an? Wie sonderbar! Wir schnitzen Figuren unserer Götter und tragen ihnen unsere Wünsche vor. Wie unsere Opfer an Odin, den Einäugigen. Aber wir verehren nicht den Wolf, der ihn tötet. Das ist der Unterschied. Für wie seltsam wir die Sachsen auch halten mögen, sicher denken sie dasselbe von uns. Der Hammer! Das ist ein würdiges Zeichen für einen Gott. Ein Blitz würde dieses Kreuz vom Dach holen. Seht mal! Was geht da vor sich? Rituelles Ertränken. Eine Taufe, Dag. Sind dir die Bräuche der Christen wirklich nicht bekannt? Gar nicht. Ich habe es nur vergessen. Und einer muss schließlich das Gespräch in Gang halten. Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen und die Reichtümer plündern. Gibt es denn dort etwas, das Reichtümern gleichkäme? Natürlich! Sie formen kostbares Metall und schleifen Juwelen für ihre Heiligen. Da gibt es viele Schätze. Später, Dag. Dafür wird Zeit sein, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Na los, haltet die Boote an. Legt da drüben an. Der Weg wird durch eine Kette versperrt, die sie über den Fluss gespannt haben. Sie muss verschwinden. Eine Kette? Können wir sie zerschlagen? Sie ist zu dick für unsere Äxte. Aber vielleicht können wir sie von dem Lager auslösen. Ich mach das. Und ich werde direkt hinter dir sein. Nein, Doug, du bleibst hier. Sollte es Ärger geben, will ich, dass du das Schiff verteidigst. Eine gute Idee. Den Pfeil verschießen, aber die Äxte bereithalten, nicht wahr? So was in der Art. Storch. Ja. Hallo. Ich kann nichts drücken. Das ist doch nicht nötig. Naja, geht doch. Sollte ich vorsichtig sein. Ah, scheiße. Oh, wow. Und schön vertippt auch noch. Gott, das ist das Geile. Das Gameplay ist so richtig wuchtig, ey.
Wo ist der Pisser? Da. Die Kette ist riesig und schlecht verankert. Vielleicht kann ich sie losschießen. Titan? Ja, moin. Dafür verschwende ich jetzt sicher keine Pfeile. Okay, muss ich. Der Weg ist frei. Die Kette ist weg. Eivor, zurück zum Schiff. Wir sind fast da. Sigurd, lass uns zurückfahren. Verpassen wir den Hunden eine Abreibung und rauben wir ihre Schätze. Das wird ein Kinderspiel. Nicht heute, Doug. Wir fahren weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Wir können uns keine Überraschungen mehr leisten. Bleibt wachsam. Es sollte nicht mehr weit sein. Götter, hab ich Hunger. Ich hoffe, sie halten Essen und Ale bereit, wenn wir ankommen. Du hättest jemanden vorausschicken sollen, Sigurd, damit sie anfangen zu kochen. Wenn es Halfdan, Uba und Iva, den grünen Ragnars in Englerland an Essen mangelt, werden wir alle hungern. Sei unbesorgt. Ach, ich sehe es vor mir. Ein Spanferkel saftig und zart. Und Ale so golden wie die Schätze, die wir da hinten zurückgelassen haben. Du bist ein Mann einfacher Freuden, was, Doug? Und er kann sich glücklich schätzen. Ich für meinen Teil will in die Fußstapfen der Riesen treten, die dieses Land geformt haben. Welche Riesen? Die großen Römer und ihr Reich. Riesen einer vergessenen Zeit. Sie herrschten hier vor einer Ewigkeit und ihre Ruinen säumen noch heute die Landschaft. Zählt von Eroberung und Ruhm. Und jetzt liegen sie in Trümmern. Bereit, erneuert zu werden. Wir bauen ihr Reich Stein für Stein wieder auf. Unseres wird nicht zu Staub zerfallen. Alles endet einmal, Dark. Ruinen sind keine Warnung. Sie sind ein Zeugnis. Seht, gleich da vorn. Dort liegt das Lager der Söhne Ragnars. Endlich! Fester Boden unter den Füßen. Sigurd, warte. Irgendwas stimmt hier nicht. Gut beobachtet. Für ein Heer herrscht zu wenig Bewegung. Nur Zelte und wenige Männer. Nicht das Heer, das wir uns erhofft haben? Nein. Sehen wir uns das näher an. Das sind keine Nordmänner. Sie sind zerlumpt und schmutzig. Wir sollten zu Fuß weiter, damit sie die Boote nicht entdecken. Doug und ich gehen gemeinsam. Wir gehen alle. Wenn es Freunde sind, will ich sie als Jarl treffen. Wenn es Feinde sind, bekämpfen wir sie gemeinsam. Wer sind diese Männer? Sie haben einen seltsamen Akzent. Englisch, ohne Zweifel. Doug, Eivor, zu mir! Wen haben wir denn hier? Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Du da, sag uns... Ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg. Und ihr seid? Männer, die Dänen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Ihr fordert Nordleute mit dem Schwert heraus und erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut.
Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Oh! Erledigen wir sie! Tötet die kritischen Hunde! Oh, yo! Blöder Pisser! Yo! Oh, geil, geil, gut gemacht. Oh, Gott! Blöder Pisser. Für das Langhaus. Himbeeren, ja geil. Zu dieser Räuberbande? Sigurd, Berg, hierher. Die Männer hielten Gefangene. Nix in der Kackdinger drin? Doch. Das Fass geht anscheinend nicht. Nö. Ist da noch mehr Schrott? Schaut mal. Ja, bindet uns los. Schon wieder Upload für den Arsch, ey. Was ist da los? Lasst uns gehen und wir tun euch nichts. Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln, aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Du kennst die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf. Fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten.
Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Lee, Ruadan, ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dark. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr werdet mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Die anderen sind da. Kommt. Ich habe hier ein gutes Gefühl. Werte Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim. Dieses Langhaus kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Komm, Randvi hat etwas gefunden, das du sehen musst. Eivor, Sigurd, das ist Englerland mit seinen 4 Königreichen. Mercia, East Engler, Nordhümbre und Westsaxe. Von den wenigen Plänen und Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Meine Späher werden bald Gewissheit bringen. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Oh, ich habe einen Vorschlag. Hrefnatorp, das Dorf der Raben. Gefällt mir. Deine innere Poetin hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir ruhen wollen, müssen wir bauen, erweitern. Ich stimme zu. Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen. Sehr gute Arbeit. Was hast du noch gefunden? Größtenteils Notizen. Alles klar. Gott. Oha. Das schaut geil aus.
Briefe. Nachrichten auf Runensteinen. Es hat eine Weile gedauert, sie zu entschlüsseln und zusammenzusetzen. Warte mal. Oh. Okay. Ach, lol. Das machen wir noch und dann werde ich, glaube ich, Stream ausmachen. Noch ein bisschen RP zocken. Naja. Kein schlechter Ort, Eivor. Wirklich nicht. Kann ich dir bei etwas helfen? Sigurd will, dass deine Schmiede so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen wir Vorräte und Reichtümer. Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, gut. Wie ich die Hilde. Ich würde dich bitten, uns zu begleiten. Aber du bist der einzige Schmied und so wichtig für uns. Oh, keine Sorge. Ich schmiede Äxte besser, als ich sie schwinge. Mein Platz ist hier, nicht an Bord eines Wasserpferds. Da fällt mir ein... Ich habe in den Sachen der Räuber eine Karte gefunden. Darauf wurden Mönchshütten der Sachsen verzeichnet. Natürlich. Räuber wissen so gut wie wir, dass Klöster voller Reichtümer und Beute sind. Nimm die Karte mit und nutze sie besser, als die sie genutzt haben. Oder mal? Oi, oi, oi. Auf einen Raubzug gehen. Heute rauben wir, morgen bauen wir. Na endlich! Wir werden ihre christlichen Klöster ausnehmen, wie fettes Federvieh! In diesem Gewässer müssen wir rudern. Wir sind da. Sie werden ihre Klöster gut bewachen. Mehr Segel! Segel! Nicht mit ihren Gebeten, würde ich wetten. Ja, moin. Segel! Ist uns euch ein Seeskalde? In den frühen Tagen der Fehde zwischen Kjötvi dem Grausamen und dem Rabenclan gab es einen verrückten Berserker namens Kia Rohknoch. Kia hatte seine Kampfeswut keinem König oder Jarl verschrieben. Und legte nur einmal jeden Winter ein Ei. Segel runter! Segel nieder! Eivor, sieh nur, ein Kloster. Ich bin bereit. Gib nur den Befehl. Verrichtet sie! Die deine Feste! Nehmt, was ihr kriegen könnt und seid schnell! Oder wir erschlagen jeden Einzelnen und nehmen uns Zeit. Wenn wir so viel Glück haben. Zu den Waffen! Findet die Schätze und nehmt sie mit. Das wird von dem Fluch nicht täuschen. Yo! Oh Gott, Alter, Riesenhammer. Nun
Das habe ich mir schon gedacht. Haha, Volltrottel. Alter, doch nicht auf das. Hallo. Geht doch. Die Musik ist geil. Musik kickt rein, fühle ich gerade richtig. Alter! Jo! Ho! Doch nicht den. Jo, geil Tag. Ey, der ist ja richtig geil drauf, der Typ. Nimmt alles mit, was geht. Geil. Wie kommt man da rein? Mm-hmm.
letzter Tag und ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Fahren wir heim, um alles zu entladen. Bist du sicher, dass wir nicht irgendwo noch etwas Gold versteckt haben könnten? Mein Gefühl sagt mir nein. Segel setzen! Segel! Habt ihr Salzgalgen Geschichten auf Lager? Hab ich euch je die Geschichte erzählt, wie ich allein einen ganzen Clan mit einem gebrochenen Schwertheft tötete? Und Eivor, wie viele hast du? Wie bitte? Da, ich muss meine Leichen nicht zählen. Es waren einfach zu viele. Und das soll ich dir glauben, Wolfsmal? Ich habe 26 getötet. Unsinn. Als wir ankamen, waren es doch nur ein Dutzend. Nein, du hast sie verpasst. Die haben vom Wald aus angegriffen. Warst du schon beim guten Teil? Viel zu oft, Dark. Öfter als irgendjemand zählen könnte. Segeln ist hier zu gefährlich. Also die sind jetzt einfach von selbst so her. Ja moin. Läuft. Mach dort fest. Schon zurück? Mit guten Nachrichten, hoffe ich. Ich denke, wir haben, was wir brauchen. Oha! Ja, wunderbar, Eivor. Diese Schmiede ist größer und heißer als meine alte bei uns in Formberg. Komm mich jederzeit besuchen. Bei mir findest du die besten Waffen und Rüstungen. Ich komme, Gunnar. Ganz sicher. Hallo, sei gegrüßt. Was siehst du da oben, Sühnen? Egal, das kann uns später mal kümmern. Ne? Die Sachsen unterteilen ihre Königreiche in kleinere Gebiete, sogenannte Schiere. Dieses hier heißt Lekrakester-Schier. Es wird nicht so geschrieben, wie man es spricht. Wie du vermutet hast, zogen die Söhne Ragnars vor einigen Monaten dorthin. Wir wissen, dass Iva und Uba wohl auf sind und sich in Cheopedun befinden. Gute Arbeit, ihr beiden. Jetzt ruht euch aus und genehmigt euch ein Horn Ale. Ihr habt es euch verdient. Vielen Dank, Randvi. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Eivor, hier drinnen.
Was bewahrst du in diesem Raum auf? Meine beste Waffe. Denn dieser Raum gehört dir. Hier kannst du ruhen, deine Axt aufhängen oder deinen Gedanken nachsinnen. Gefällt er dir? Er passt zu mir. Ich schlafe aber genauso gern bei den Kriegern an der Anlegestelle. Ich brauche keine Sonderbehandlung. Das ist keine Sonderbehandlung. Ich will dich im Langhaus wissen. Nah bei mir. Ich mag Jarl des Clans sein, aber du und ich führen gemeinsam, wie immer. Also mach es dir bequem. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Ställen. Okay, das machen wir noch. Ein Kästchen für Nachrichten und Gesuche. Wie dieses hatte ich nicht oft. Hier werde ich mich gut erholen. Nicht viel, aber mein eigen. Ah, falsch. Ich muss sehen, was du siehst. Gut. Oh Gott, der Codex. Auch nur wieder was Neues drin. Ich finde halt geil, wie Odin dargestellt ist, ey. Ohne Scheiß. Geil, Arsch. Ohne Scheiß, jetzt muss man die Leute machen. Immer jetzt, wer es on ist. Tony, talk to the rest of the Tomb Raider. Ja, Upload für den Arsch. Mal wieder. Wo schick ich hin, ey? Ja, mir ist heute schon dreimal das Internet abgekackt. Ich weiß nicht, ob es am Router liegt oder einfach nur am Mesh-Repeater. Keinen Plan. Ja, egal. Ich schicke euch jetzt zu Toni rüber. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.